Hallo zusammen. Wir haben bisher gesprochen über unsterbliche Seelen, über die Reinkarnation, über die Auferstehung der Toten. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir diesen Bereich klassischer Vorstellungen vom Leben nach dem Tod verlassen und uns einer etwas moderneren Idee zuwenden wollen. Die Frage, die wir heute diskutieren wollen, lautet: Ist Unsterblichkeitsglaube eigentlich mit einem modernen Naturalismus vereinbar? Nun, die meisten von Ihnen würden wahrscheinlich spontan antworten: Nein. Der Glaube an die Unsterblichkeit gehört für uns ja normalerweise immer in einen irgendwie religiösen Kontext rein. Alle Religionen oder praktisch alle Religionen kennen ja irgendeine Form von Unsterblichkeitsglauben. Und aus archäologischer Perspektive wissen wir beispielsweise, dass das Vorhandensein von Bestattungsritualen oder von irgendeiner Art von Jenseitskult als ein sicherer Beleg für die Existenz von Religion in einer bestimmten menschlichen Population gelten kann. Also wenn Sie wissen wollen, ob die Menschen des Neolithikums Religion gehabt haben oder nicht, dann ist der beste Weg, diese Frage zu beantworten, indem man sich anschaut, ob sie beispielsweise Bestattungskultur gekannt haben. Unsterblichkeit ist für uns also eine durch und durch religiöse Vorstellung und nicht eine wissenschaftliche. Und umgekehrt bedeutet es für die allermeisten, die die Religion ablehnen, also für Atheistinnen und Atheisten, für säkulare Humanisten, dass sie auch den Glauben an die Unsterblichkeit ablehnen, dass sie also die Endlichkeit des menschlichen Daseins radikal akzeptieren und jedweden Glauben an eine Möglichkeit des Lebens nach dem Tod verwerfen. Als ein Beispiel für diese Haltung sei hier nur Kurt Vonnegut genannt, der amerikanische Schriftsteller und ein langjähriger Ehrenpräsident der American Humanist Association. Der fasste die Sache mal in seinem gewohnt lapidaren und lakonischen Stil so zusammen, indem er sagte: Being a humanist means trying to behave decently without expectation of rewards or punishment after you're dead. Also, die allermeisten Naturalistinnen und Naturalisten würden sagen, nein, es gibt keine Unsterblichkeit. Unsterblichkeit und Naturalismus sind nicht miteinander vereinbar. Alles, was existiert, das ist die Grundposition des Naturalismus, sind natürliche Dinge. Also es gibt nichts Übernatürliches. Es gibt erst recht keine Seele und keine Götter. Solche Entitäten abzulehnen, ist fast schon das Alleinstellungsmerkmal des Naturalismus. Was heißt das für Personen? Personen wie wir sind identisch mit ihren Körpern oder zumindest reduzierbar auf ihre Körper. Also personale Identität mag vielleicht die Identität des Bewusstseins sein. Die allermeisten zeitgenössischen Naturalisten vertreten auch eine psychologische Theorie der personalen Identität. Aber dieses Bewusstsein ist letzten Endes ein Produkt des Gehirns. Also alle Bewusstseinsvorgänge lassen sich reduzieren auf Vorgänge im Gehirn. Wenn also der Körper stirbt, dann stirbt nach naturalistischem Verständnis auch die Person, und zwar endgültig. Es gibt keine Seele, die den Tod des Körpers überleben könnte, und es gibt keinen Gott, der diesen Körper wieder zum Leben erwecken könnte. Also heißt das, Unsterblichkeit ist unmöglich. Rein logisch betrachtet ist das jetzt allerdings keine Notwendigkeit. Also es gibt keinen logisch notwendigen Zusammenhang zwischen einem Naturalismus und der Ablehnung von Unsterblichkeit. Unsterblichkeit setzt ja keinen Gott und auch keine religiöse Begründung voraus, auch wenn das de facto in den allermeisten Fällen so ist, dass Religion und Unsterblichkeit Hand in Hand gehen. Es sei denn natürlich, ja, Sie sagen, die Unsterblichkeit wäre eine Art Wunder, also es wäre eine Verletzung der Naturgesetze und nur durch Verletzung der Naturgesetze wäre es überhaupt möglich, zur Unsterblichkeit zu gelangen. Dann ja, dann käme Unsterblichkeitsglaube nicht ohne Religion aus. Aber könnte es nicht auch einfach sein, dass Unsterblichkeit das Ergebnis vollkommen natürlicher Prozesse ist? Eine kleine Gruppe von Philosophinnen und Philosophen sagt, ja, das ist möglich. Ja, Unsterblichkeit und Naturalismus sind miteinander vereinbar. Wie soll das nun funktionieren? Nun, der grundlegende Gedanke ist der, dass man den Begriff der Information mit einbezieht in das naturalistische Weltbild. Die These lautet: Bewusstsein ist nichts anderes als Information. Und Information ist nun mal unabhängig von dem Trägermedium, auf dem sie gespeichert ist. Wenn ich als Person, also als die Person, die ich bin, ultimativ Information bin, dann kann diese Information, die aktuell in meinem Gehirn gespeichert ist, übertragen werden auf ein anderes Speichermedium. Und ich kann damit den Tod meines Gehirns und meines Körpers insgesamt überleben. Sie sagen, das klingt jetzt aber ziemlich nach Science Fiction.
Da haben Sie wahrscheinlich recht, und so Filme oder so Serien wie Altered Carbon oder Upload thematisieren dieses Gedankenexperiment der physischen oder naturgesetzlichen Unsterblichkeit durch Information auf eine teilweise ganz unterhaltsame Art und Weise. Aber diese Idee einer naturalistischen, digitalen Unsterblichkeit hat eine veritable philosophische Basis, und die wollen wir heute ein bisschen näher untersuchen. Nun, fangen wir mit der allerersten Frage an. Wie kann das Bewusstsein eigentlich Information sein? Denn das ist offensichtlich die theoretische Voraussetzung, die wir machen müssen, wenn es so etwas wie eine digitale Unsterblichkeit geben sollte. Erinnern Sie sich nochmal zurück. Wir haben bereits darüber gesprochen, was eigentlich eine Person ist. Und da haben wir gesagt, naja, Personen sind eine bestimmte Art von Wesen, die über bestimmte Fähigkeiten oder Kapazitäten verfügen. Zum Beispiel, Personen besitzen ein Bewusstsein, Personen haben Vernunft, Sprache, können andere Personen als Personen anerkennen und so weiter und so fort. Also die Fähigkeiten, um die es hier geht, die Fähigkeiten, die ein Wesen als Person identifizieren, sind reinweg mentale Fähigkeiten. Es können also nur bewusste Wesen Personen sein, Wesen, die über ein Bewusstsein und entsprechende Bewusstseinsfähigkeiten verfügen. Was eine Person ausmacht, liegt ausschließlich im Bereich des Bewusstseins. Das heißt allerdings auch, die materiellen Grundlagen dieses Bewusstseins machen keinen Unterschied. Auf die kommt es nicht an. Also es ist nicht relevant, in welcher Form, in welcher materiellen Form eine Person instanziiert ist. Dieser Körper, den ich jetzt gerade habe, ist eine Möglichkeit, wie die Person, die ich bin, realisiert werden kann. Aber ob dieser Körper jetzt ein menschlicher Körper ist, das ist vollkommen egal. Ob es überhaupt irgendeine Form von Körper ist, ist damit eigentlich auch egal. Irgendetwas muss in der materiellen Realität diese Person instanziieren, aber was es ist, das ist für das Personsein nicht weiter von Bedeutung. Es können auch andere Körper Personen sein. Also wir hatten ganz kurz darüber gesprochen, dass möglicherweise ja auch zum Beispiel Gorillas oder Delfine Personen sein könnten. Und dann sind eben Gorilla- oder Delfinkörper Instantiationen einer Person. Oder meinetwegen, wenn Sie wollen, auch außerirdische Wesen könnten natürlich Personen sein, solange sie Sprache, Bewusstsein, Rationalität und so weiter und so fort besitzen. In welcher physischen Form diese Außerirdischen ihre Fähigkeiten instanziieren, das ist irrelevant. Und dann ist es nur noch ein kleiner Schritt dahin zu sagen, dass es ja prinzipiell auch ein Computer sein könnte, der diese Fähigkeiten instanziiert. In uns biologischen Wesen, ist es eben ein biologisches Gehirn, das mentale Fähigkeiten realisiert, mentale Fähigkeiten wie Vernunft, Sprache, Bewusstsein und so weiter und so fort. Aber natürlich könnte genauso gut ein digitaler Computer diese Fähigkeiten realisieren. Was immer es ist, was diese Fähigkeiten realisiert, und das ist der Punkt, auf den es hier ankommt, sei es ein Mensch, sei es ein Tier, sei es ein Computer, ist vollkommen egal, solange es diese Fähigkeiten überhaupt nur hat, ist es eine Person. Wie ist das nun aber möglich? Wie könnte es überhaupt möglich sein, einem anderen Wesen als uns Menschen ein Bewusstsein zuzuschreiben? Nun, die Grundlage dafür ist eine bestimmte Theorie aus der Philosophie des Geistes, nämlich der sogenannte Funktionalismus, also eine funktionale Theorie des Bewusstseins. Diese Theorie beantwortet die Frage, was ein Bewusstsein ist, indem sie Bewusstsein als Funktion beschreibt, so der Name, oder indem sie die kausale Rolle erklärt, die Bewusstsein zukommt. Was ist also eine Funktion? Nun, sagen wir es mal ganz abstrakt, eine Funktion ist etwas, das einen bestimmten Input nach einer festgelegten Regel mit einem bestimmten Output verknüpft. Wir können uns so eine Funktion vorstellen als eine Art Blackbox. Auf der einen Seite geht irgendwas in diese Blackbox hinein, dann rumpelt es, und auf der anderen Seite kommt irgendwas aus dieser Blackbox raus. Und zwar legt die Blackbox fest, was bei einem gegebenen Input als Output herauskommen soll. Nehmen wir ein ganz simples Beispiel aus der Mathematik, von woher Sie vielleicht aus der Schule noch diesen Begriff der Funktion kennen. Da gab es solche Sachen wie zum Beispiel eine Funktion namens x². Eine Funktion namens x² heißt einfach, wir haben eine Blackbox, auf der x² draufsteht. Sie stecken irgendeine beliebige Zahl in diese Blackbox rein, und diese Blackbox spuckt Ihnen nach der festgelegten Regel, nimm die Zahl mit sich selbst mal, eine andere Zahl raus. Also, Sie stecken die 2 rein, die Blackbox spuckt Ihnen eine 4 aus, Sie stecken die 3 rein, die Blackbox spuckt eine 9 aus und so weiter und so fort. Ein anderes Beispiel für eine Funktion, das vielleicht jetzt nicht so intuitiv naheliegend ist, wäre ein Parkscheinautomat.
Ein Parkscheinautomat reagiert auch mit einem bestimmten Output auf einen bestimmten Input nach einer vorher festgelegten Regel. Beispielsweise, wenn 1 Euro reinkommt, gib einen Parkzettel für eine Stunde aus oder so etwas. Also könnten wir vielleicht auch etwas allgemeiner und abstrakter formulieren. Die Funktion ist ganz einfach diejenige Regel, die festlegt, bei welchem Input welcher Output herauskommt. Nach diesem Modell kann man jetzt auch das Bewusstsein als eine Art von Funktion beschreiben. Was ist ein Bewusstsein? Nun, ein Bewusstsein heißt, in einem bestimmten mentalen Zustand zu sein. Angst haben, Schmerzen haben, Hunger haben, gelangweilt sein und so weiter und so fort sind alles mentale Zustände. Solche mentalen Zustände kann man jetzt auch verstehen als eine Art von Funktion, die mit einem bestimmten Input einen bestimmten Output korreliert. Nehmen wir mal das Beispiel vom Schmerz. Ich stoße mir meinen dicken Zeh irgendwo an der Türkante oder so etwas und habe dann Schmerzen. Ich sage Aua und halte meinen Zeh fest und reibe den oder sonst irgendetwas. In diesem Modell können wir jetzt den Schmerzzustand, den mentalen Zustand Schmerzen haben, als eine Funktion beschreiben, die einen bestimmten Input, nämlich die Verletzung des Zehs an der Türkante, mit einem bestimmten Output korreliert, nämlich Aua sagen, Schmerzverhalten zeigen, das Ding festhalten, reiben, was weiß ich was. Also Schmerz ist ganz einfach derjenige Zustand, der diesen Input mit diesem Output korreliert. Nichts anderes als das heißt es, Schmerzen zu haben. Wenn jetzt beispielsweise jemand auf den gleichen Input, also sich den Zeh zu stoßen, mit einem anderen Output als Schmerzverhalten reagieren würde, also nicht Aua sagt, sondern Juchheisa ruft oder was weiß ich was, dann würden wir wahrscheinlich sagen, nun, diese Person empfindet offensichtlich keinen Schmerz oder empfindet irgendwas ganz anderes, aber nicht das, was wir Schmerzen nennen würden. Diese Verknüpfung von Input und Output funktioniert also rein kausal. Der Input ist eine Ursache für den Output. Und deswegen können wir auch davon sprechen, dass mentale Zustände hier eine bestimmte kausale Rolle spielen in der kausalen Verknüpfung von Input und Output. Verwechseln Sie jetzt bitte allerdings nicht den Funktionalismus mit dem Behaviorismus. Das sind zwei unterschiedliche Theorien. Der Behaviorismus sagt, ein mentaler Zustand ist gleich oder ist identisch mit beobachtbarem Verhalten. Also das würde in unserem Beispiel bedeuten, der Schmerz ist ganz einfach das Schmerzverhalten über das beobachtbare Verhalten hinaus. Also Aua sagen und rumhüpfen mit dem Zeh in der Hand hat das Wort Schmerz keinerlei sinnvolle Bedeutung. Dieser Behaviorismus gerät ziemlich schnell in Probleme, wenn man sich überlegt, was ist denn eigentlich mit so Sachen wie Schmerzen, die man nicht wahrnimmt, die man nicht sich anmerken lässt, ja. Also Schmerzen, die man nicht zeigt nach außen hin. Die Idee eines mentalen Zustandes, der sich nicht in irgendeiner Form von Verhalten manifestiert, ist nicht widersprüchlich und der Behaviorismus kann sowas sehr, sehr schwer bis gar nicht erklären. Der Funktionalismus hingegen sieht die Sache anders. Funktionalismus sagt, mentale Zustände sind real und sie sind nicht identisch mit dem beobachtbaren Verhalten. Sie sind dasjenige, was ein beobachtbares Verhalten erzeugt, ausgehend von einem bestimmten Input, aber sie sind nicht identisch damit. Sie stellen bloß die Verknüpfung her zwischen dem beobachtbaren Input und dem beobachtbaren Output. Also mentale Zustände wären nach funktionalistischem Verständnis diejenigen inneren Zustände, mentalen Bewusstseins-Gehirnzustände, die bestimmte Inputs, also Reize, mit bestimmten Outputs, also Verhalten, verknüpfen. Prinzipiell ist dieser Funktionalismus, wie ich ihn jetzt beschrieben habe, unabhängig vom Naturalismus. Er sagt ja nicht, was genau es ist, was diese Funktion realisiert. Also rein theoretisch wäre es natürlich auch denkbar, dass es Zustände einer immateriellen Seele sind, die diese Korrelation von Input und Output herstellen. Aber de facto sind eigentlich alle Naturalistinnen und Funktionalistinnen und Funktionalisten auch zugleich Anhänger des Naturalismus. Also würden sagen, nach allem, was wir wissen, sind mentale Zustände bei Menschen und allen anderen Lebewesen Funktionen des Gehirns. Also normalerweise versteht man diesen Funktionalismus so, dass er einen Naturalismus mit einschließt. Mentale Zustände sind Zustände des Gehirns. Sie sind Funktionen, durch die das Gehirn bestimmte Formen von Verhalten mit bestimmten Formen von Reizen verknüpft. Okay, aber wie macht das Gehirn das jetzt? Was passiert eigentlich bei dieser Verknüpfung von Input und Output im Gehirn? Das lässt sich erklären mit einer Erweiterung des Funktionalismus, der sogenannten komputationalen Theorie des Bewusstseins.
Die komputationale Theorie des Bewusstseins sagt, wie Sie am Namen unschwer erkennen können, dass das Gehirn im eigentlichen Sinne ein Computer ist. Das heißt, Hirnzustände sind eigentlich komputationale Zustände. Was ist jetzt das schon wieder, ein komputationaler Zustand? Nun, ein komputationaler Zustand ist ein Zustand eines Computers. Computer sind abstrakt betrachtet nicht bloß die Dinger, die Sie auf Ihrem Schreibtisch stehen haben, um Hausarbeiten zu schreiben, sondern Computer sind ganz allgemein gesagt Systeme, die Zeichen manipulieren können. Und zwar Zeichen allein aufgrund ihrer Syntax, ohne ihre Semantik zu verstehen. Dennoch berücksichtigen Sie dabei Ihre Semantik. Was soll das heißen? Also die Syntax eines Zeichens ist seine formale Struktur, wie ein Zeichen konstruiert ist. Die Semantik eines Zeichens ist hingegen das, was das Zeichen bedeutet, also die inhaltliche Bedeutung, die diesem Zeichen zukommt. Ein Computer kann die Semantik eines Zeichens nicht verstehen. Er kann einzig und allein die Syntax eines Zeichens verstehen. Er reagiert dementsprechend nur auf die besondere Form der syntaktischen Zusammenstellung von Zeichen, um irgendeine andere Folge von Zeichen auszugeben. Aber wunderbarerweise berücksichtigt er die Semantik dieser Zeichen, obwohl er sie nicht kennt und nicht versteht. Also nehmen Sie sich einen Taschenrechner oder so etwas. Wenn Sie in diesen Taschenrechner eingeben 2 plus 2, spuckt er Ihnen das Ergebnis 4 aus. Sie wissen inzwischen, das ist nichts anderes als eine Funktion. Auch der Taschenrechner ist nichts anderes als eine Funktion, nur eben eine ziemlich komplizierte. Und dieser Taschenrechner versteht nicht, was 2 heißt. Er versteht auch nicht, was plus bedeutet. Er berücksichtigt nichts weiter als die Syntax dieser Zeichen. Und er berücksichtigt nichts weiter als die Syntax des Ergebnisses. Aber er reagiert auf einen bestimmten Input nach einer bestimmten Syntax mit einem bestimmten Output nach einer bestimmten Syntax. Und komischerweise, obwohl er von der Semantik dieser Zeichen keine Ahnung hat, berücksichtigt er die Semantik dieser Zeichen. Das heißt, er spuckt das richtige Ergebnis aus. Die Idee des Komputationalismus ist nun folgende, also der komputationalen Theorie des Bewusstseins. Hirnzustände sind mentale Zeichen. Der Schmerzreiz in meinem Zeh beispielsweise. Denken wir nochmal an diese Situation. Ich stoße mir den Zeh an der Türkante und ein Schmerzreiz wandert über die Nervenbahnen meines Fußes und das verlängert Rückenmark in mein Gehirn. Das heißt, hier wird ein bestimmtes Signal gesendet von meinem Zeh an mein Gehirn. Dieses Signal ist nichts anderes als Information. Es ist ein String von Informationen, die kodiert sind als elektrische Impulse, die durch meine Nervenbahnen geschickt werden. Das ist im Prinzip nichts anderes als beispielsweise ein Telegraph, also der auch Zeichen als elektrische Schwingungen kodiert und durch eine Leitung zu einem Empfänger sendet. Das Gehirn interpretiert jetzt diese Information, die über die Nervenbahnen weitergeleitet wird, allein aufgrund ihrer Syntax, also aufgrund ihrer Form, ohne zu wissen, was es bedeutet. Gibt entsprechend der Syntax ein anderes Signal weiter an irgendwelche anderen Regionen meines Körpers, zum Beispiel an meine Sprechwerkzeuge, ebenfalls wieder über die Nervenbahnen, ebenfalls wieder kodiert als ein elektrischer Impuls und löst damit in meinen Sprechwerkzeugen eine bestimmte Reaktion aus, zum Beispiel, dass die sagen, aua. Weder der Fuß noch das Gehirn noch die Sprechwerkzeuge haben irgendwie verstanden, was da passiert. Sie haben einfach nur Signale und Informationen ausgetauscht und weitergeleitet. Das heißt, der Schmerz in meinem Zeh ist ein funktionaler Zustand. Ein Zustand des Gehirns, bei dem bestimmte Signale empfangen werden und nach bestimmten komputationalen Regeln verarbeitet werden und andere Signale ausgesandt werden. Wir haben nichts weiter als dasselbe Schema wie eben: Input, Funktion, Output. Nur eben, dass dieser Input jetzt elektrische Signale meines Körpers sind und der Output andere elektrische Signale, die bestimmte körperliche Reaktionen verursachen. Also nach diesem Verständnis wäre jetzt das Gehirn ein biologischer zwar, aber immerhin ein Computer. Und das Bewusstsein ist das Programm, das auf diesem Computer läuft. Ist also das funktionale Programm, das regelt, auf welche Inputs mit welchen Outputs reagiert wird. Das gilt jetzt nicht nur für Schmerzen, das gilt auch für Hunger, das gilt für Freude, das gilt für Nachdenken über den gestrigen Abend und so weiter und so fort, für alle ihre Bewusstseinszustände und damit gilt es auch für die Person insgesamt. Denn wer bin ich eigentlich? Wer bin ich? Ich bin eine bestimmte Person, ein bestimmtes Individuum. Und diese Person oder dieses Individuum kann beschrieben werden als ein bestimmtes Programm.
Das ist eine Idee, die geht zurück auf einen berühmten amerikanischen Mathematiker und den Begründer der Kybernetik, Norbert Wiener. Der Name ist für amerikanische Ohren vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber er vertritt die Idee, dass Lebewesen nichts anderes sind als Nachrichten. Was soll das jetzt heißen? Nun, jedes Lebewesen ist ja eigentlich nichts anderes als eine bestimmte Anordnung von Materie, also eine bestimmte Struktur oder man könnte auch sagen ein Muster, englisch Pattern, nach dem Materie angeordnet und aufgebaut ist. Also in diesem Fall schauen Sie mich an, ich bin ein Lebewesen und dieses Lebewesen besteht aus einem menschlichen Körper mit den entsprechenden Organen von Gehirn, Herz, Lunge, Nieren und so weiter und so fort. Diese ganzen Organe sind natürlich nichts anderes als Anordnungen von Materie, und zwar funktionale Anordnungen von Materie. Dieser menschliche Körper, der mich ausmacht, ist nun identisch mit sich selbst im Verlauf der Zeit. Wie bleibt diese Identität eigentlich bestehen? Wir haben schon die Frage gestellt, es kann ja nicht die gleiche Materie sein, denn die Materie meines Körpers verändert sich andauernd. Nun, ganz einfach, die Antwort lautet, das Muster oder das Pattern der Anordnung von Materie bleibt gleich. Wir haben ein kontinuierlich fortlaufendes, mit sich selbst gleichbleibendes Muster der Anordnung von Materie. Wie kommt diese Kontinuität des Musters zustande? Ganz einfach, durch Information. Und deswegen ist das Lebewesen auch nichts anderes als eine Nachricht. Eine Nachricht von seinem früheren Stadium an sein folgendes Stadium, wie es weiterhin Materie arrangieren soll. Die Information über die Anordnung der Materie, die in meinem Körper gespeichert ist, wird kontinuierlich abgerufen und umgesetzt, solange ich am Leben bin. Also für jedes neue Molekül, das in meinen Körper kommt, wenn ich esse oder atme oder trinke oder sonst irgendetwas, sagt der Körper, dieses Molekül gehört jetzt hierhin und das brauchen wir gerade in der Lunge und das da kommt in den großen Zeh oder was weiß ich was. Der Körper speichert also Informationen darüber, wie Materie arrangiert werden soll und sendet diese Information an jedes spätere Stadium von sich selbst. Ich bin also nichts anderes als Information. Ich bin ein Muster der Anordnung von Materie. Und das gilt dann natürlich auch für mein Gehirn. Jeder meiner mentalen Zustände ist nichts anderes als ein Hirnzustand, heißt ein Zustand, der durch eine bestimmte Information über die Arrangements meiner materiellen Bestandteile meines Gehirns beschrieben werden kann. Wenn ich nun aber Information bin und sonst nichts, dann heißt das doch eigentlich, jeder Gedanke, jede Empfindung, jedes Gefühl und so weiter entspricht einfach nur einer Veränderung in der Anordnung der Materie in meinem Gehirn. Wenn ich irgendeinen Gedanken habe, heißt das nur, dass die Materie in meinem Gehirn ein bisschen anders arrangiert wird, dass das Muster ein bisschen umgebaut wird. Digitale Computer kodieren Informationen jetzt ganz einfach durch Transistoren, durch die Strom fließen kann oder auch nicht. Und so können sie dann alles in binäre Zahlen zwischen 0 und 1 umsetzen. Biologische Computer hingegen kodieren Informationen in Zuständen der Hirnzellen. Das heißt, ich, mein Bewusstsein, das ist die Summe der in meinen Hirnzellen gespeicherten Informationen. Und diese Information betrifft nichts anderes als die Anordnung bestimmter Materiepartikel, die meinen Körper und mein Gehirn ausmachen. Ich bin also nichts anderes als das Pattern, als das Muster oder die Information darüber, nach welchem Muster Materie arrangiert werden soll. Das ist jetzt also die theoretische Basis für die Idee der Unsterblichkeit. Bewusstsein und Person sind ihrem Wesen nach Information. Information ist jetzt allerdings unabhängig von ihrem Träger. Information kann beliebig gespeichert werden. Nehmen Sie ein simples Beispiel. Meine Frau macht eine Einkaufsliste und fragt mich, was brauchen wir denn noch alles? Dann kann ich ihr zum Beispiel sagen, wir brauchen noch Milch. Dann ist eine bestimmte Information, nämlich die in diesem Wort Milch drin steckt, kodiert in Luftschwingungen. Wenn ich spreche, erzeugen meine Sprechorgane Luftschwingungen, die eine bestimmte Information transportieren können. Diese Information ist also kodiert durch Schwingungen, also Wellen in der Luft. Wenn meine Frau das dann aufschreibt auf ihren Einkaufszettel, dann ist dieselbe Information, nämlich das Wort Milch, kodiert in grafischen Schriftzeichen auf dem Papier. Oder wenn man das Ganze jetzt in einer Listen-App auf dem Handy speichert, dann ist die gleiche Information kodiert in den elektrischen Ladungen im Flash-Speicher oder so etwas.
Also die gleiche Information kann in sehr unterschiedlichen physikalischen Kodierungen vorhanden sein. An der Information selber ändert das nichts. Also ob Sie das Wort Milch jetzt als Luftschwingung, als grafisches Zeichen auf Papier, als Muster in den elektrischen Ladungen der Festplatte gespeichert haben, es ist und bleibt das gleiche Wort. Die ontologische Idee, die dahinter steckt, das ist der sogenannte Digitalismus. Das bedeutet, die Wirklichkeit ist ihrem Wesen nach Information. Information ist das, was die Wirklichkeit in ihrem fundamentalen Wesen ausmacht. Also alles, was existiert, existiert nur insofern es Information ist. Alle materiellen Dinge und alle auf materiellen Dingen aufgebauten Dinge sind im Prinzip nichts anderes als Informationen über das Arrangement von bestimmten Sachen. Nichts existiert außerhalb von Information. Also, wenn wir das zusammenbringen, heißt das, wenn ich in Wirklichkeit Information bin, und die materielle Realisierung dieser Information nur nebensächlich ist, ob es jetzt also im Gehirn oder in irgendeinem anderen Computer realisiert ist, dass das egal ist. Wenn ich also in Wirklichkeit Information bin, dann kann diese Information doch von einem Speichermedium, nämlich meinem Gehirn, in ein anderes Medium, zum Beispiel einen digitalen Computer, übertragen werden, ohne dass etwas Wesentliches verloren geht. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie Dateien von einer CD beispielsweise auf Ihre Festplatte kopieren oder wenn Sie einen Text abtippen, den Sie vorher handschriftlich geschrieben haben. Die Information bleibt die gleiche. Sie wird nur von einem Medium ins andere übertragen, aber verlustfrei übertragen. Worauf es ankommt, ist einfach nur, dass die Information, die in diesem Falle mich ausmachen würde, erhalten bleibt, und zwar über den Tod des Körpers hinaus. Wenn das möglich sein sollte, wenn die Information, die mich als Person ausmacht, in meinem Gehirn gespeichert ist und den Tod meines Gehirns in einem anderen Medium überleben kann, dann könnte ich ein vollkommen naturgesetzlich erklärbares, naturalistisch vereinbares Leben nach dem Tod haben. Geht das? Funktioniert das wirklich? Ich will Ihnen zwei Beispiele, theoretische Beispiele, dafür vorstellen, wie es möglich sein könnte und dann auf ein grundlegendes Problem dieser Beispiele eingehen. Die erste Idee ist das sogenannte Mind Uploading. Mind Uploading ist eine Idee, die so seit ungefähr den 80er Jahren durch die philosophische Debatte geistert, wurde zunächst entwickelt von Hans Moravec, einem austrokanadischen KI-Forscher, Robotikforscher, der das in seinem Buch Mind Children als erster beschrieben hat. Diese Idee gilt als eine ganz zentrale Vorstellung des sogenannten Transhumanismus, also derjenigen philosophischen Richtung, die das Überschreiten des biologischen Menschen propagiert, und ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten vom amerikanischen Forscher Ray Kurzweil stark popularisiert worden. Mind Uploading bedeutet nun, dass die im Gehirn gespeicherten Daten in ein anderes, ein digitales Speichermedium übertragen werden, auf der Basis der theoretischen Grundlagen, die wir eben besprochen haben. Dazu wird das Gehirn Neuron für Neuron abgetragen und jeweils die Funktion dieses Neurons in einem digitalen Computer gespeichert. Das Gehirn wird also so scheibchenweise ausgelesen, wenn Sie so wollen, und eine Kopie der Verschaltung oder der Programmierung des Gehirns in einem digitalen Computer erstellt. Am Ende ist das Gehirn zerstört, was heißt, dass Sie definitiv tot sind, aber alle in diesem Gehirn gespeicherten Informationen sind kopiert worden. Der Computer, in dem diese Informationen gespeichert sind, kann nun das auf dem biologischen Gehirn laufende Programm fortsetzen. Die Informationsverarbeitung, auf die es ja einzig und allein ankommt, die ist funktional betrachtet identisch. Es ist halt eben eine andere Form der physischen Kodierung. Das hat sich geändert, aber an der Information ist nichts verloren gegangen. Erinnern Sie sich doch nochmal. Wie war das mit den Fußschmerzen? Der Schmerz im Fuß ist nichts anderes als eine bestimmte Funktion, die mit einer komputationalen Veränderung in den Zuständen meines Gehirns einhergeht. Also kann auch die Person, die Kopie meines Bewusstseins sozusagen, die auf der Festplatte weiterlebt, Schmerzen im Fuß haben. Schmerzen im Fuß haben heißt ja nichts anderes, als dass ein bestimmter komputationaler Zustand in diesem Programm eingestellt wird. Im normalen biologischen Leben geht diese Veränderung mit einem Schmerzreiz einher, der vom physischen Fuß ans physische Gehirn gesendet wird. Aber auf der Bewusstseinsebene entspricht dem natürlich einfach nur die Veränderung innerhalb des Programms, das auf dem Gehirn läuft. Das Programm auf der Festplatte muss sich nun also nur so verhalten, wie es das täte,
wenn es von einem echten Fuß in einem echten Gehirn einen solchen Schmerzimpuls gesendet bekäme. Wir könnten auch diesem auf einer Festplatte weiterlebenden Ich optische oder akustische und so weiter Sensoren verpassen, sodass es auch eine Art von Sinneserfahrung machen könnte, also könnte weiter die Welt wahrnehmen. Die Person könnte also quasi in einem robotischen Körper weiterleben. Wir könnten ja sogar Sinnesorgane verpassen, die normale Menschen nicht haben, also vielleicht die Fähigkeit, besondere elektromagnetische Wellen wahrzunehmen oder Ultraschall zu hören oder was weiß ich was alles, das wäre natürlich denkbar. Die Person ist damit in gewisser Weise unsterblich. Solange der Prozess der Informationsverarbeitung kontinuierlich weiterläuft in irgendeinem Medium, existiert die Person. Mind-Uploading wäre also eine mögliche Form der digitalen Unsterblichkeit. Nehmen wir jetzt ein anderes Beispiel, nämlich das zweite, die sogenannte Simulationshypothese. Auch das eine Möglichkeit, wie eine digitale Unsterblichkeit denkbar wäre. Stellen Sie sich dazu Folgendes vor. Sie schreiben ein Computerprogramm, das die Evolution von Lebewesen simulieren sollte. Das ist prinzipiell nichts Besonderes. Solche Programme gibt es seit ungefähr den 70er Jahren und die haben inzwischen eine recht beachtliche Komplexität erreicht, auch wenn das natürlich meilenweit von der wirklichen Realität und der realen biologischen Evolution entfernt ist. Also das Programm beginnt mit ganz simplen Lebensformen, vielleicht sowas wie Bakterien oder so, die sich dann Schritt für Schritt durch Interaktion mit ihrer simulierten Umwelt zu höheren Lebensformen entwickeln. Sie werden irgendwann so komplex, dass sie nicht anders können, als diesen Lebewesen Intelligenz zuzuschreiben. Warum? Nun, innerhalb der simulierten Umwelt entwickeln diese Lebewesen Werkzeuge, eine Sprache, Kommunikation, sie bauen vielleicht eine Gesellschaft auf und so weiter und so fort. Alles innerhalb ihres simulierten Universums. Schließlich, an irgendeinem Punkt, stellen die simulierten Lebewesen fest, dass sie selbst in einer Simulation leben und beschließen, mit ihnen, dem Programmierer, in Kontakt zu treten. Jetzt stellen Sie sich weiter vor, dass Sie den Spieß umdrehen, stellen Sie sich dieses Szenario vor und Sie sind nicht der Programmierer, sondern Sie sind das Programm. Das ist die sogenannte Simulationshypothese. Die Hypothese, nach der das Universum kein physisches Objekt ist, sondern die Simulation eines Universums auf einem gigantischen Computer. Das ist deshalb überhaupt nur möglich, weil Informationsverarbeitung auch virtuell sein kann. Also die Information kann in einem physischen Träger kodiert sein, so wie in einer Festplatte beispielsweise oder auf Papier in Zeichen. Aber sie kann auch innerhalb anderer Information kodiert sein. Das hört sich ein bisschen kompliziert an, ist aber eine ganz simple Sache, die Sie aus dem Alltag auch kennen. Sie kennen ja vielleicht Emulatoren, die Sie sich auf Ihrem Computer installieren können. Das heißt, ein Computer simuliert einen anderen Computer innerhalb von sich selbst. Die Information ist also dann in der Information selbst sozusagen verschachtelt gespeichert. Wir wären demnach, also wir als Wesen in dieser Welt hier, wären nichts anderes als komputationale Prozesse, die innerhalb eines größeren komputationalen Prozesses ablaufen. Also wir leben nicht in einer realen Realität, sondern in einer simulierten Realität. An der komputationalen Beschaffenheit unseres Bewusstseins ändert das natürlich nichts. Diese Simulationshypothese wurde seit knapp 20 Jahren etwa verfochten von dem Oxforder Philosophen und bekannten Transhumanisten Nick Bostrom. Dieser Bostrom argumentiert in einem berühmt gewordenen Aufsatz von 2003, Are We Living in a Computer Simulation, heißt er, dass wir höchstwahrscheinlich bereits in einer solchen Simulation leben. Warum? Nun, sein Argument ist verblüffend simpel. Nehmen wir mal an, dass es prinzipiell möglich ist, ein Universum zu simulieren. Also prinzipiell heißt, es spricht aus logischer Sicht nichts dagegen. Es ist kein Widerspruch in sich, zu behaupten, dass ein Universum simuliert ist. Auf Anhieb müsste man sagen, ja, das ist wahrscheinlich in Ordnung. Es gibt nichts, was aus logischer Perspektive dagegen sprechen würde, dass das prinzipiell möglich ist. Technisch eine ganze Menge, logisch eigentlich nichts. Dann, sagt Bostrom, gibt es eigentlich nur drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, die Existenz intelligenter Wesen endet, bevor es überhaupt jemand geschafft hat, ein Universum zu simulieren. Das ist nach allem, was wir wissen, bisher nicht passiert, denn hey, wir sind ja noch da. Zweite Möglichkeit, irgendwann entwickeln wir bewussten intelligenten Wesen einmal die Fähigkeit, ein Universum zu simulieren, aber beschließen, dass wir diese Fähigkeit niemals anwenden wollen. Das ist zwar möglich, aber, sagt Bostrom, extrem unwahrscheinlich, denn Beobachtung der menschlichen Geschichte zeigt uns, dass Menschen dazu neigen, alles, was irgendwie möglich ist, einmal auszuprobieren und sei es nur, um zu wissen, was passiert. Dritte Möglichkeit,
Intelligente Wesen entwickeln irgendwann die Fähigkeit, ein Universum zu simulieren und tun es auch. Das ist höchstwahrscheinlich im Vergleich zur Hypothese Nummer 2. Nun gibt es allerdings, wenn es möglich ist, Universen zu simulieren, unendlich viele mögliche Simulationen. Aber es gibt nur eine einzige echte Realität. Das bedeutet, rein statistisch gesehen ist es extrem unwahrscheinlich, dass unsere Realität die einzig reale Realität ist, wenn es doch unendlich viele simulierte Realitäten gibt. Also es wäre höchst ungewöhnlich, wenn gerade wir das Glück haben sollten, in dieser realen Realität zu leben. Also ist es nur vernünftig, schließt Bostrom, von der Annahme auszugehen, dass wir wirklich in einer Simulation leben. Welche Konsequenzen hätte das nun für das Leben nach dem Tod, wenn wir diese Simulationshypothese akzeptieren? Denken Sie nochmal an Ihre simulierten Lebensformen in dem Computerprogramm. Sie könnten doch das Programm dieser simulierten Lebewesen, nachdem Sie mit ihnen in Kontakt getreten sind, aus der virtuellen Umgebung runterladen und auf einem physischen Computer in Ihrer Realität speichern. Sie könnten auch dieses Programm in einen robotischen Körper übertragen, müssten wahrscheinlich ein paar Anpassungen vornehmen, aber prinzipiell wäre das natürlich möglich. Dann könnten Sie die Simulation beenden. Die Wesen würden also das Ende ihrer Welt, das Ende ihres simulierten Universums überleben, und zwar in einer anderen Realität, nämlich in unserer. Falls auch wir Simulationen sind, könnte uns nach unserem Tod doch prinzipiell das gleiche Schicksal blühen. Also auch nach unserem Tod, das heißt, nachdem das Programm, das ich bin, abgelaufen ist, könnte dieses Programm fortgesetzt werden, wenn zum Beispiel in analoger Weise zu unserem Beispiel von gerade eben diejenigen Wesen, die das Universum simulieren, beschließen, mich herunterzuladen aus dieser virtuellen Realität und in ihre eigene Realität zu übertragen. Das bedeutet ja nichts anderes, als dass wir eine Verschiebung haben, eine Verschiebung des Programms von einer virtuellen Umgebung in eine andere. Also wir könnten hier auch von einer Portierung des Programms sprechen. Also so, als würden Sie eine App, die es bisher nur für iOS gibt, umschreiben, sodass sie jetzt auch auf Windows läuft oder was weiß ich. Wenn das funktionieren sollte, wenn wir wirklich in einer Simulation leben und wenn wir wirklich nichts anderes sind als simulierte Prozesse innerhalb eines größeren komputationalen Prozesses, dann heißt das, in so einem Fall könnten wir auch prinzipiell unsterblich werden. Solange nämlich das Programm, das ich bin, in irgendeiner Umgebung kontinuierlich fortläuft, nicht nur in dieser hier, solange setzt sich die Existenz von mir als Individuum fort. Die kritische Frage an der Stelle ist jetzt: Ist das eigentlich möglich? Kann das überhaupt sein, dass ich mein Leben als Datei auf einer Festplatte unendlich fortsetzen kann? Es ist jetzt nicht so sehr die Frage, ob das technisch möglich ist. Davon habe ich erstens keine Ahnung und zweitens muss ich nach allem, was ich darüber gelesen habe, sagen, prinzipiell wüsste ich nicht, was dagegen sprechen sollte. Sofern die komputationale Theorie des Bewusstseins korrekt ist, sofern das der Fall ist, spricht prinzipiell nichts dagegen. Technisch sowas umzusetzen dürfte höchst kompliziert werden und vielleicht gibt es da kontingenterweise technische Beschränkungen in der maximal möglichen Rechenkraft realer Computer, aber aus einer rein logischen Perspektive spricht nichts dagegen, dass es solche Maschinen geben könnte. Also ich sehe keinen Grund, warum es prinzipiell nicht möglich sein sollte. Schwieriger ist jetzt nicht die technische, sondern die philosophische Frage, die im Hintergrund steht. Wir hatten ja gesagt, nur dann kann ich von einem Leben nach dem Tod sprechen, wenn es mein Leben nach dem Tod ist, wenn ich immer noch da bin nach dem Tod. Und das ist jetzt das Problem. Bin ich denn immer noch da, nachdem man mein Bewusstsein in einen digitalen Computer kopiert hat? Ist eine funktional identische Kopie meines Bewusstseins identisch mit mir selbst? Könnte ich eine funktional identische Kopie meines Bewusstseins sein? Könnte es nicht auf der anderen Seite eher so sein, dass das Mind-Uploading nur eine identische oder sagen wir mal, eine perfekte Kopie meines Bewusstseins erzeugt, die dann denkt, sie sei ich, aber in Wirklichkeit nicht mit mir identisch ist? Die entscheidende Frage an dieser Stelle ist: Ist Subjektivität ein funktionaler Zustand? Was heißt diese Frage? Nun konzentrieren Sie sich für einen Moment auf Ihr eigenes Bewusstsein. Alle Ihre Gedanken, alle Ihre Empfindungen, Ihre Gefühle und so weiter, alles das, was in Ihrem Bewusstsein so vorgeht, hat eine spezifische Eigenschaft. Und diese Eigenschaft könnten wir Meinigkeit nennen. Ihre Gedanken sind Ihre Gedanken
und nicht die von jemand anderem. Wenn Sie in einem Museum neben jemand anderem stehen und Sie beide schauen sich das gleiche Bild an, dann haben Sie beide eine Wahrnehmung des gleichen Gemäldes, das Sie sich gerade anschauen. Trotzdem ist Ihre Wahrnehmung des Gemäldes Ihre eigene. Das, was gerade in dem Gehirn neben Ihnen passiert, die Wahrnehmung, die da gerade bearbeitet wird, die ist nicht Ihre. Sie erfahren Ihre Erfahrung und nicht die von jemand anderem. Und das ist mit Meinigkeit gemeint. Also, wenn Sie und ich, wenn wir beide uns das gleiche Bild anschauen, dann haben wir qualitativ identische Bewusstseinszustände. Aber diese qualitativ identischen Bewusstseinszustände sind nicht absolut identisch oder numerisch identisch. Auch wenn sie exakt gleich sind, wenn sie also qualitativ nicht voneinander zu unterscheiden sind, denn meine Wahrnehmung ist meine und ihre ist ihre. Es fehlt den beiden Zuständen also die gleiche Meinigkeit, wenn Sie so wollen. Diese Meinigkeit aber, die ist essentiell für Subjektivität. Ich bin nämlich nur dann das Subjekt meiner Gedanken, wenn Sie meine spezifische Meinigkeit haben. Alles andere sind jemand anderes Gedanken, die für mich nicht weiter relevant sind. Aber diese Meinigkeit ist nicht funktional. Zwei mentale Zustände können funktional absolut identisch sein, aber der eine ist meiner und der andere ist es eben nicht. Stellen Sie sich in einem Gedankenexperiment vor, wir könnten unsere Gehirne sozusagen per Kabel miteinander verbinden. Also alle Gedanken, die in Ihrem Gehirn gerade präsent sind, werden sozusagen in meinem Gehirn gespiegelt. Also in meinem Bewusstsein läuft sozusagen die mentale Kopie Ihres Bewusstseins. Dann wären unsere Bewusstseinszustände funktional und qualitativ absolut identisch. Aber trotzdem bin natürlich ich es, der Ihre Gedanken denkt. Und ich bin nicht Sie, auch nicht dann, wenn Ihr Bewusstsein in meinem gespiegelt wird. Und da kommt sie wieder zum Vorschein, die Meinigkeit. Dann werden Ihre Gedanken eben zu meinen Gedanken, aber es sind halt meine. Und ich bin nicht identisch mit Ihnen geworden. Selbst wenn unsere Gehirne untrennbar miteinander verbunden sind und unsere Bewusstseine exakt identische Inhalte haben. Deswegen sollten wir vermutlich skeptisch sein gegenüber der Idee des Mind-Uploading oder der Simulationshypothese. Wenn es darauf ankommt, dass ich weiter existiere und wir ansonsten nicht von einem Leben nach dem Tod sprechen könnten, dann kommt es eben auf jene Meinigkeit an. Und wenn es diese Meinigkeit gibt, dann ist sie kein funktionaler Zustand und dann kann sie auch nicht kopiert werden, selbst wenn die Kopie meines Bewusstseins auf der Festplatte exakt identisch ist mit dem Bewusstsein oder mit dem Programm in meinem Gehirn. Aber dann ist jede Kopie meines Bewusstseins eben nur das, eine Kopie und nicht ich.